Hallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ja, wir gucken heute nochmal in die Kärtchen, ob es was Neues zu berichten gibt in puncto Liebe. Kann gut sein, dass ich fürs Wochenende dann später auch noch die Horoskope, die Sternzeichenlegungen fürs Wochenende auf den Tisch bringe. Ich hatte ursprünglich überlegt, ich setze die Kugel heute ein, aber nach der Legung im Mitgliederbereich werde ich darauf verzichten, weil das schon erahnen ließ, dass es sehr emotional werden könnte. Und ich habe jetzt gerade keine Lust, euch irgendetwas vorzuheulen, zumal das in dem Moment auch nicht meine Tränen wären und ich auch gerade nicht den Eindruck habe, dass nötig ist, hier irgendetwas zu lösen. Nehmen wir einfach die Karten und gucken nochmal, wie es denn aussieht zwischen dir und deinem herzallerliebsten, den Menschen, den du da ins Herz geschlossen hast. Viele, die mir zuschauen, sind in so einem Zwillingsseelenprozess. Aber alles, was ich so erzähle, ist im Grunde allgemeingültig, die Liebe betreffend. Auch wenn meine Sicht auf die Dinge sich nicht unbedingt mit dem deckt, was die meisten Leute darüber denken. Kann ich dich ja vielleicht hier und da ein bisschen inspirieren. Du nimmst das für dich mit, was sich für dich schlüssig anfühlt und alles andere lässt weiterziehen. Reg dich nicht auf über mich. Freu dich, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, schau mal einfach mal, was es heute zu berichten gibt. Auf deiner Seite. Wie sieht's aus? Jetzt in den kommenden 24 Stunden, ab dem Moment, wo du auf dieses Video triffst. Bist du so ungefähr in dieser Situation? Wer bin ich? Und die Verbindung. Wer bin ich? Die Sichtbarkeit. Wir sind ja nicht alle Menschen, die, also nicht jeder Mensch, der so existiert auf der Erde, ist jemand, der sich gerne in den Vordergrund spielt. Es gibt extrovertierte Menschen, es gibt introvertierte Menschen und es gibt Menschen, die haben so beides in sich. Jetzt reden wir aber ja hier nicht so vom Leben allgemein, sondern von dieser Liebe und die Frage, die sich für dich stellt in den nächsten 24 Stunden, die könnte sein, wer bin ich für ihn? Das könnte sein, dass sich sowas in deinem Kopf abspielt. Wer bin ich für ihn? Wie sieht er mich? Das ist aber nicht die Frage. Die Frage, also das ist eigentlich nicht die grundlegende Frage. Die Frage sollte vielmehr lauten, wie sehe ich mich und wie sichtbar bin ich für andere? Präsentiere ich das nach außen, was ich so für mich an Werten erkannt habe? Oder verstecke ich mich lieber mal aus Angst anzuecken auf der anderen Seite, aus Angst vielleicht Dinge zu tun, die der anderen Seite missfallen? Was hat es mit meinem Selbstwert auf sich? Das Schöne an der ganzen Sache, wenn du in so einer Liebesverbindung steckst, das ist, dass du, also gerade wenn du halt mit so einem Seelenverwandten, also mit so einer Zwillingsseele, Dualseele zu tun hast. Es wird immer genau das gespiegelt, was du aussendest. Wie du in den Wald hineinschallst, so schallt es auch heraus. Und dementsprechend wirst du dich auf diesem Weg immer mehr finden und immer besser wissen, wer du denn eigentlich bist, was an dir vielleicht Fassade war oder antrainiertes Verhalten und was denn wirklich dein innerer Kern ist. Und dazu kommt dann auch noch, dass du durch diesen Weg immer mehr auf den spirituellen Pfad geführt wirst. Und ja, am Wochenende sieht es wohl so aus, als würdest du vom Himmel so einiges an Downloads bekommen, an Informationen bekommen, an Geistesblitzen bekommen. Und wir schauen jetzt mal, was denn seine Station gerade ist. Wir fangen ja mal an. Ne? Ich muss ja immer mal von hinten nach vorne mich dann so da mal durchwuseln. Und was genau passiert, das sehen wir dann im Neunerblättchen. Die Überschriften dienen dazu, dass du für dich so ein bisschen festmachen kannst, ja, das könnte meine Legung sein oder nee, es ist nicht meine Legung. Es geht aber manchmal so ein bisschen hin und her und in den öffentlichen Orakeln können die Seiten auch schon mal vertauscht sein. Und da ich ja hier nichts gendere, bestimmst du, wer wer ist.
Ja, er hat im Grunde, er ist ein Mensch, der sehr viel Weisheit in sich vereint, der auch schon sehr viel Leben auf dem Buckel hat. Und er ist zurzeit einfach mal dankbar dafür, dass es dich gibt. Dem ist sehr bewusst, dass ohne diesen gemeinsamen Weg, der häufig holprig und steinig gewesen ist, dass er nicht so viel über sich erfahren hätte, niemals. Er war ein Künstler darin, die Menschen aus seinem Leben zu schmeißen, war einer unbequem, da wurde er einfach geblockt, blockiert oder ihm wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Du hast ihm auf diesem Weg beigebracht, dass es manchmal wichtig ist, ein bisschen genauer hinzugucken, Menschen auch zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen. Und der ist zurzeit total dankbar dafür, dass es dich gibt. Und ich habe den Eindruck, so jetzt über die nächsten 24 Stunden oder übers Wochenende kann es gut sein, dass er den Kontakt zu den Tieren sucht, weil er da ebenfalls einfach sein kann, wie er eben einfach ist. Und dadurch aber auch noch mal so ein paar Kindheitsthemen an die Oberfläche gespült kommen, die ihm dann auch Aufschlüsse geben über sein Verhalten. Wir gucken mal weiter, aber irgendwas will am Wochenende, jetzt soll ich sagen, auf die Welt kommen, ans Tageslicht kommen. Deine Energie, wie ist sie denn? Ja, du hast die Königin der Kelchenergie. Du bist am Wochenende sehr gefühlvoll und auch sehr fürsorglich in seine Richtung. Du sitzt auf deinem Thron, du hast dich unabhängig gemacht von ihm, aber es ist auf jeden Fall so, dass du ihn akzeptierst, respektierst, einfach liebst, annimmst, so wie er ist. Und für dich hat dieser Mann Herrscherqualitäten. Das ist im Prinzip ein Mensch, der so viele Facetten hat, dass der alle Könige in sich vereinen kann. Der ist für jede Überraschung gut, auch wenn in der letzten Zeit ein bisschen sehr bodenständig geworden ist, kann er aber auch von jetzt auf gleich eine verrückte Idee bekommen und dich inspirieren. Und ja, für dich, du nimmst ihn jetzt einfach, zumindest in den nächsten 24 Stunden, so an, wie er ist und bringst auch zum Ausdruck, wie wertvoll er für dein Leben war bis hierher, auch wenn es nicht immer einfach gewesen ist. Was strahlt er denn aus? Upp, 2 zu 2, auch das ist ausgewogen hier. Dem wird absolut bewusst, dass du ihn aufgegabelt hast in einer Phase seines Lebens, da wird echt nochmal Vergangenheitsbewältigung gemacht, habe ich den Eindruck, am Wochenende. Du hast ihn aufgegabelt, wo ihm echt das Wasser bis zum Hals stand und durch deinen Optimismus, durch deinen Mut, durch deine Neugier ist es dir wirklich gelungen, diesem Menschen wieder Lebensfreude zu schenken oder diesen Mensch dazu zu motivieren, sich selber wieder am Leben zu erfreuen. Er schätzt auch nach wie vor deine Kreativität und deine Motivation und dein Selbstbewusstsein. Und er schätzt auch sehr, was du zu sagen oder auszusenden hast. Ist aber manchmal ein bisschen verwundert, weil früher war es vielleicht so, wenn du eine Meinung hattest oder ein Ziel vor Augen, dann hast du nicht lange gefackelt, da gab es nichts, dann bist du dahin und hast dich einfach auf die Reise gemacht und hast ausgekundschaftet, was es denn da alles zu inspizieren gab. Da ist jetzt so eine gewisse Zurückhaltung von deiner Seite, die ihn manchmal ein bisschen irritiert. Das soll ich so sagen, das gibt die Karte nicht her, aber mir fliegen ja auch noch andere Informationen hierzu. Was ist das, was dich denn gerade beschäftigt? Warte, jetzt muss ich gucken, wo ich die Karten denn hin. Da. Was ist denn gerade noch so ein Thema, was dich beschäftigt?
Ja, ich glaube, dass gerade viele dabei sind zu lernen, dass Liebe sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Wenn du nicht vertrauen kannst, dann kannst du nicht lieben. Wenn du dem anderen immer schlimme Dinge unterstellst, dann hat das auch nichts mit Liebe zu tun. Wenn du dich sogar noch dran erfreust, wenn der andere gerade schlecht aussieht und dann noch so Worte verlierst wie das geschieht ihm ganz recht, der hat mich auch leiden lassen, dann hast du auch manche Dinge meiner Meinung nach noch nicht so ganz kapiert. Das ist alles Mögliche, aber Liebe ist es nicht. Liebe gibt, weil Liebe einfach ist. Und dadurch, dass die Liebe zwischen euch beiden so stark ist, schaust du natürlich automatisch immer wieder in einen Spiegel und dadurch wirst du halt immer wieder so auf deine Themen auch aufmerksam gemacht. Das wird am Wochenende nochmal sehr, sehr sichtbar werden, dass wenn du dich öffnest, er aufmacht, dass wenn du über den Kopf auf ihn zugehst, er dir auch nur Dinge erzählt oder erklärt, die eigentlich Pillepalle sind. Das hast du am Wochenende in der Hand, wie der Bezug zu ihm sein wird. Wenn du dich versteckst, versteckt er sich ebenfalls. Natürlich ist er auch ein Mensch, der sich danach sehnt, glücklich zu sein. Er braucht aber sehr viel Mitgefühl von deiner Seite. Also er braucht dich im Grunde. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, er ist ein Mensch, der manchmal Schwierigkeiten damit hat, sich gut um sich selber zu kümmern. Der vergisst zu essen, wenn er hungrig ist. Der vergisst zu schlafen, wenn er müde ist. Weil wenn er irgendwas auf der To-Do-Liste hat, dann wird das erledigt. Und ja, manche Ottos sind auch Workaholics und die arbeiten für ihr Leben gern, weil wenn sie arbeiten, dann machen sie das mit dem Kopf und brauchen ihr Herz nicht zu benutzen. Dann braucht er dich manchmal als ein Engelchen an seiner Seite, wenn du erspürst, es wird ein bisschen drückend in deinem System, dass du ihn daran erinnerst, dass es dich auch noch gibt und dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn er jetzt mal was isst. Er ist nicht dein Kind, aber er hat halt so ein paar Schwächen, über die er selbst auch Bescheid weiß. Und für mich bedeutet Liebe halt, dass man sich umeinander kümmert. Und wenn du dafür sorgst, dass es ihm gut geht, dann geht es automatisch dir gut und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt völlig gaga an. Aber nach meiner Erfahrung ist es genau so. Natürlich muss dieses Mitgefühl in Maßen sein, nicht so, dass er dann den Eindruck bekommt, du behandelst ihn wie ein kleines Kind. Das ist nicht die Intention, die dahinter stehen sollte. Wir gucken mal, was jetzt am Wochenende geschieht. Ich habe jetzt schon wieder viel geredet, wollte ich eigentlich gar nicht. Manchmal geht es durch mit mir. Dann gucken wir mal, was in deinen Gedanken jetzt so in den nächsten ein, zwei Tagen vor sich gehen wird. Da hätte ich gerne die Herzlinie noch zu. Okay, ich glaube, dass dir am Wochenende absolut wichtig ist, dass eure Kommunikation wieder in die Leichtigkeit kommt. Das ist gerade nicht zielorientiert. Der ist es gerade, glaube ich, nicht so wichtig, ob eine Entscheidung getroffen wird oder nicht, dass hier eine Einladung ausgesprochen wird, ein Treffen zustande kommt. Aber ich glaube, dass du den Wunsch hast, am Wochenende mit ihm zu kommunizieren und du findest auch den Schlüssel, um sein Herz zu öffnen, um ihn zu erreichen. Kommunikation besteht nicht immer nur aus Wort. Man kann auf verschiedene Arten miteinander umgehen. Das weiß aber jeder. Muss ich jetzt auch nicht schon wieder euch eine Litanei vorbeten. Ja, ich habe den Eindruck, Kommunikation wird groß geschrieben in den nächsten ein, zwei Tagen. Und diese Kommunikation, da geht der Verstand mal so ein bisschen raus. Weil der Verstand hat in der letzten Zeit sehr dafür gesorgt, dass euer alltägliches Glück ein bisschen belastet war.
Vor allen Dingen auch der Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Und dadurch, dass du es schaffst, hier die Leichtigkeit wieder zurückzufinden, geht es in eurer Geschichte auch positiv weiter. Es geht schneller vorwärts und wird erfreulicher, als du dir vielleicht in der letzten Zeit gedacht hast. Wichtig ist, auf deine Intuition zu hören, nichts jetzt hier übers Knie zu brechen und dir anzuschauen, was er denn gerade braucht. Ja, ich weiß, du brauchst auch und du bist dir selbst am nächsten, aber wenn du nicht geben könntest, dann könntest du es nicht. Du hast diese Empathie nicht umsonst mit in die Wiege gelegt bekommen und wenn du in deiner Kraft bist und nur dann, dann kannst du auch geben und teilen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ja immer noch die Rückzüge. Deshalb sage ich ja, es ist eine allgemeine Legung, Herr Otto. Oh, der hat die Entscheidung an erster Stelle, da wo du jetzt gerade gar nicht so dran glaubst. Da schaut er sich hier mal ganz genau an, was es denn mit eurem Glück auf sich hat. Und schaut sich auch an, ob denn so langsam die Zeit gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen. Ja, mit dem Gesicht, das er macht, glaube ich, wird die übers Wochenende nicht stattfinden, diese Entscheidung. Aber er schaut sich gerade so an, was er denn für sich braucht, um wirklich so ein richtiges Happy Life zu haben. Und die Sense knallt in die Stagnation. Hier will eine Klärung stattfinden. Er möchte eine Klärung stattfinden lassen. Er möchte reden, weil es ihm zu lange nicht wirklich vorwärts gegangen ist mit euch beiden. Komisch jetzt, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist echt anders als eben diese Legung. Auch er hat den Wunsch, dass hier positive Veränderungen stattfinden. Und sieht auch, wie auf beiden Seiten schon Heilung stattgefunden hat. Und er möchte, glaube ich, so langsam sich zu eurer Verbindung bekennen, weil er merkt, dass die Dinge über die Distanz anfangen, sich zu wiederholen, weil das ja nun auch eine ganz andere Geschichte ist, ob man mit jemandem gemeinsam in der Dynamik ist oder ob zeitversetzt Geschichten hin und her geschickt werden. Er sieht es so an, als dass ja Stabilität in ihm angekommen ist. Und wenn er wirklich in seiner Stabilität ist, dann ist es zumindest Zeit, sich hier aus dem Rückzug mal wegzubewegen, nochmal genau das Kleingedruckte zu lesen und sein Herz zu öffnen in deine Richtung. Also der macht sich auf den Weg in die Stärke und in die Kraft. Und ja, natürlich will der das Glück in sein Leben einladen. Wo liegst du denn jetzt hier in der Geschichte? Da. Ja, wir gucken einfach mal, was ich euch noch erzählen darf. Aber ich mache jetzt auch nicht mehr sehr lange, weil ich habe jetzt schon so viel geredet. Ein Heilstein, der euch beiden Hübschen hier unterstützt. Der Kalzit, der Rosenquarz und der Bernstein Rosenquarz, damit kann ich dienen. Bernstein Kalzit habe ich leider nicht. Und zwar mit diesem hier. Das Liebesleben. Eine neue oder aufgefrischte romantische Liebe wartet auf dich. Der Bernstein sagt, überlasse es Gott, atme tief ein und beim Ausatmen überlasse es Gott, die Situation zu klären, eine Lösung zu finden. Das ist auch eine schicke Methode, die man sicherlich auch beanspruchen kann. Aber wenn du nur auf dem Sofa sitzt und denkst, das Universum dreht es schon, das Universum führt uns schon zusammen, denn wenn wir zusammengehören, dann wird das schon passieren. Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht nicht in diesem Leben. Also ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber ich habe gelernt, dass manche Dinge sich nur bewegen, indem man sich selbst bewegt. Das ist meine Auffassung der Dinge, aber das darf ja auch jeder sehen, wie er will. Der Kalzit, der hilft, wenn hektische Zeiten und Multitasking das Regiment haben. Ist der Kalzit das gleich wie der Selenit? Ist egal, den nehmen wir jetzt einfach auch dazu.
Überprüfe deinen Zeitplan, wenn es hektisch wird, und frage dich ganz ehrlich, warum du so beschäftigt bist. Und das sind genau die Momente, wenn der Otto übertreibt, dann ist das andere Team so ziemlich auf den Knien. Und wenn es Liebe ist, dann kümmert sich jeder um den anderen, damit eben genau diese Momente nicht unbedingt passieren. Dann kann jeder für sich ein zufriedenes Leben führen und bekommt sehr viel mehr auf die Kette und geht abends sehr viel zufriedener in sein Bett, bis dann eben die Zusammenführung stattfinden darf. Ich finde das so angenehmer, aber ja, da hat auch jeder eine andere Sicht auf die Dinge. Was hat er denn? Was haben wir denn noch für Zusatzbotschaften in Form von Zahlen? Die sind nur Zusatzhinweise, ne? Die vielleicht dir einen Hinweis geben, ob die Legung wirklich dich meint, aber in erster Linie zählt die Resonanz und nicht die Kärtchen hier. Wir haben Jungfrau, Löwe und Widder. Jungfrau, Löwe und Widder. Und einen Montag, wo es für viele ein guter Tag wäre, sich auszutauschen oder sich beraten zu lassen. Die 55 ist heute auffällig, für mich zumindest. Die 55 könnte dein Lebensalter sein, es könnte aber auch ein Geburtsjahrgang sein, genauso wie 1973, 75 und 76. Die 112 ist heute dran. Die 73 habe ich schon erwähnt, und sammle die Ernte, befreie deine Herzkraft, setze Pioniergeist ein, suche den Austausch am besten mit ihm, aber das entscheidest du selber und die Umstände bestimmen. Ja, das ist sowieso so, dass die Umstände immer bestimmen, aber die Umstände bestimmst du auch ein Stück weit selbst. Ihr Lieben, ich lasse es so stehen. Eine Stunde oder sowas geht dann die Sternzeichenlegung online. Freue ich mich, wenn du da auch mal gerne reinschnupperst. Und bis dahin von meiner Seite Best Vibes. Lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund und munter. Gern bis zum nächsten Mal. Bis dann. Na.